1989 hat der Herr Twenno versprochen, es gibt ein neues Stadion. Wann wird das politisch umgesetzt? Naja, wenn man sich hier umschaut, dann fragt man sich ja, was er damals gemeint hat. Aber ich glaube, er hat das gemeint, was viele im Verein und auch in der Stadtgesellschaft wollen, nämlich wirklich ein neues Stadion. Wir sind jetzt an so einer Schnittstelle. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist eine klare Botschaft, eine klare Entscheidung der städtischen Gremien. Gibt es in Münster ein verfügbares Grundstück für den Neubau oder nicht? Wenn die Antwort nein ist, dann werden wir uns andere Dinge überlegen müssen. Unter anderem, geht es hier an der Hammerstraße weiter oder ist auch, gibt es auch eine Option, die was ganz, ganz schwierig wäre und von uns nicht gewünscht außerhalb der Stadt Münster, weil da ist die Bereitschaft, uns zu helfen, groß. Was glauben Sie, was ist der größte Knackpunkt, warum es so lange dauert, bis wirklich ein Standort gefunden wird, der realisierbar ist? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt ja schon seit 2002 oder 2003 Entscheidungen auch für den Vorhalt einer Stadionfläche an der Nieberdingstraße zum Beispiel. Dann hat es wohl, und das sind eben die Dinge, die so im Raum stehen, immer wieder Gespräche gegeben zwischen Stadt und Vereinsführung, wo gesagt worden ist, die Vereinsführung, der Verein ist nicht in der Lage, den Neubau eines Stadions zu finanzieren. Deshalb fokussieren wir uns auf die Hammerstraße. Das ist bei vielen Gesprächen, die ich führe, wohl die Ursache dafür, dass es an anderer Stelle nicht weitergegangen ist. Nur jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, auch durch die Zusage von Investoren diesen Neubau zu realisieren, kurzfristig zu realisieren. Und deshalb meine ich, ist jetzt auch der Punkt gekommen, das zu entscheiden. Diese Hängepartie muss einfach ein Ende haben. Wenn jetzt wirklich in der nächsten Ratssitzung im September der Rat sagt, okay, wir sind damit einverstanden, Standort XY, da könnt ihr bauen. Was halten Sie realistisch? Wann fällt der erste Spaten? Ja, die Planungsvorhaben, die sind natürlich schon schwierig. Das weiß ich auch von anderen, das sehen wir ja hier in der Stadt. Ich denke mal, nach den Perspektiven, die wir auch von der Verwaltung erhalten haben, würde das Planungsverfahren doch circa 3 Jahre dauern. Und mit dem Ergebnis, das weiß man auch, es ist offen. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass wir dann planungssicher sind. Aber diese Zeit wird gebraucht. Wir brauchen regionalplanerische Entscheidungen, der Flächennutzungsplan. Es muss Anhörungsverfahren geben, das ist auch alles richtig. Und diese Zeit wird ins Land gehen. Aber nochmal, das Wichtige ist die Entscheidung, dass es vorangeht. Haben Sie einen persönlichen Favoriten für einen Standort? Naja, wir haben ja die 3 Standorte in der Wahl. Attraktiv für eine Innenstadtlage wäre natürlich der Stadthafen, aber ich glaube, für die Erreichbarkeit und Sichtbarkeit auch für Investoren wäre die Steinfurter Straße schon ganz gut. Das müsste, selbst wenn die Steinfurter Straße realisiert wird, müsste ja noch so lange hier gekickt werden. Ja, wenn ich mich hier umgucke, es sieht nicht viel besser aus als noch vor 5 Jahren. Ein bisschen was wurde gemacht, aber ja, Stuflickerei. Muss hier was investiert werden noch? Naja, im Kern natürlich. Also das, was gut gelungen ist, ist die Tribüne. Aber alles andere ist, glaube ich, auch die Überdachung dagegen geraten, ist in Ordnung. Aber wenn man sich das hier anguckt, auch für gedacht einen Aufstieg in die 2. Liga, was ja nicht völlig undenkbar ist, würden wir möglicherweise vom DFB Auflagen bekommen, zum Beispiel Stahlrohrtribünen oder andere Dinge. Also ich glaube, in diesem Stadion, so wie es jetzt ist, ist Zweitliga-Fußball beispielsweise nicht darstellbar. Jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum. Das heißt, man musste sich dann irgendwas überlegen, müsste doch noch was investieren oder müsste man dann für eine kurze Zeit ausweichen? Also bei dem Standpunkt müsste hier sicherlich noch investiert werden. Welches Volumen hätte das? Kann ich Ihnen nicht sagen, aber es wird sicherlich nicht in einem ganz kleinen Bereich sein, weil es ist ja alles so verlottert, das sieht man ja, dass man mit einfachen Schönheitsreparaturen wohl nicht weiterkäme. Gesetzt im Fall, es ist kein Standort Münster möglich, gibt immer noch die Option zu sagen, okay, wir gehen außerhalb der Stadt Münster. Wie sehr ist das realistisch? Also ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. Ich erfahre aber jetzt mal unabhängig, ob es zu konkreten Gesprächssituationen kommt oder nicht, eine breite Unterstützung aus den Gemeinden des Münsterlandes, die sagen, für das Münsterland insgesamt ist dieser Verein wichtig. Und jedenfalls müssen wir und werden wir auch mit denen reden, wenn es zu dieser Situation kommt. Wie erklären Sie sich, dass die Gemeinden im Umland sehr positiv Preußen-Münster gegenüberstehen, aber die Stadt Münster nicht, oder zumindest ist die Politik der Stadt Münster? Ja, das ist eine der Fragen, die wir uns alle stellen und ich kann Ihnen nicht beantworten. Ich würde es mir wünschen, dass es so ist, aber es ist anders und vielleicht kriegen wir den Dreh noch hin.